Im April 2014 hatte die islamistische Terrororganisation Boko Haram 276 christliche Schülerinnen in Chibok im Nordosten von Nigeria entführt. Eines der Mädchen ist die Tochter von Yakubu Maina, der am vergangenen Wochenende auf dem Open Doors Tag in Bielefeld über die Situation der Eltern sprach. Er forderte die Teilnehmer auf, die Angehörigen im Gebet zu unterstützen. Sehen Sie einen Kommentar von ihm zur Frage, wie Gott ihm half, nicht an der Situation zu verzweifeln. The first time. In der Anfangszeit haben wir für 3 Monate geweint. Ein paar meiner Bekannten haben gedacht, dass Gott sie verlassen hat. Gott weiß nicht, was los ist. Aber ich habe ihnen gesagt, Gott weiß alles, mit Gott ist alles möglich. Ab diesem Zeitpunkt haben wir gefastet und gebetet. Wir haben Gott darum gebeten, ein Mädchen zu retten. Dank Gott wurde eines der Mädchen letzte Woche gerettet. Aber immer noch brauchen wir Brüder. Wir sind eine Familie Gottes. Wir brauchen Brüder außerhalb Nigerias, die uns im Gebet unterstützen, sodass sich die Situation beruhigt. Wahrhaftig, es gibt wirklich viele Herausforderungen für Christen in Nigeria. An einem Schweigemarsch für das Leben im sächsischen Annaberg-Buchholz haben sich am 6. Juni rund 650 Christen beteiligt. Sie demonstrierten für das Lebensrecht alter, kranker und ungeborener Kinder. Am Rande der Veranstaltung kam es zu Protesten linker Gruppen. Einer der Hauptredner, der Vorsitzende des Bundesverbandes Lebensrecht, Martin Lohmann, bezeichnete Lebensschützer als Boten des Lebens und der Liebe. Wir brauchen viele Menschen, die ein freundliches und einladendes Zeugnis dafür geben, dass jeder Mensch das Recht hat auf Leben, dass jeder Mensch das Recht hat, geliebt zu werden. Jeder Mensch ist geliebt. Zumindest von Gott ist er geliebt, das ist schon was. Und dass wir in dieser Gesellschaft eine größere Sensibilität für das Lebensrecht bekommen. Smartphones prägen inzwischen das Leben der Menschen wie kaum ein anderes Gerät. Mediziner warnen wegen der starken Nutzung bereits vor einer Abhängigkeit. Die Germanistin und freie Autorin Bettina Weiguni aus Bad Soden am Taunus ist überzeugt, Smartphones sind Gift für die Konzentration. Die Mutter von 3 Kindern beobachtet täglich, wie die Generation WhatsApp unzählige Male am Tag einen Blick auf das Handy wirft, um bloß nichts zu verpassen, auch nachts. Das sei Dauerstress für das Gehirn. Spitzenleistungen könne man so nicht erbringen, schreibt Weiguni in einem Beitrag für die evangelische Nachrichtenagentur IDEA. Der Leiter des Missionswerks Visio M in Gießen, Andreas Bartels, betrachtet das Smartphone dagegen auch als Instrument für lebensrettende Botschaften. Dank Smartphones haben wir die Bibel in vielen Sprachen immer griffbereit dabei. So könne man auch Flüchtlingen den christlichen Glauben nahebringen.